Wir verwenden heute das Schlüter-Bekotex-System. Die Verlegung ist wirklich denkbar einfach, doch auf ein paar Details sollte man achten. Wichtig bei der Verlegung der Noppenplatten, dass diese Seite mit Ring in die Seite ohne Ring eingeklipst wird. Wichtig ist, dass die Nivelliermasse nicht unter die Noppenplatte läuft, sollte das Ganze mit einem selbstklebenden Randemstreifen verklebt werden. Für die dünnschichtigen Fußbodenheizsysteme verwenden wir unsere Codex FM30. Das ist eine Nivelliermasse. Dadurch seid ihr schneller, effektiver, das Ergebnis wird besser und vor allem, ihr könnt im Stehen arbeiten. Bei kleineren Flächen könnt ihr sie ganz normal mit einem Quirl anrühren. Für größere Flächen ist sie natürlich auch pumpfähig. Beim Bekotex-System erfolgt ein kontrollierter Spannungsabbau innerhalb dieser Noppen und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Spachtelmasse oder der Estrich maximal C25 F5 aufweist. Die FM30 sollte ideal zwischen 8 und 25 mm über den Noppen sein und bei 8 mm habt ihr einen Verbrauch von ca. 45 Kilo pro Quadratmeter. Die Verarbeitungszeit ist je nach Temperatur ca. eine Stunde, Begehbarkeit sind 3 Stunden und weiterarbeiten kann man dann nach 12 Stunden. Es ist der nächste Tag und jetzt zeige ich euch mal, wie genial eben das Ganze geworden ist. Absolut planeben und perfekt vorbereitet für großformatige Fliesen und Platten. Vor der Verlegung der Dittramatte einmal durchgrundieren mit der FG 300. Zum Verlegen der Dittramatte solltet ihr einen schneller härtenden Dünnbindmörtel verwenden und da eignet sich am besten der Eric 6 Turbo, denn dieser ist durch seine Fließbetteigenschaften ideal zum Aufkämmen und bringt natürlich somit auch die beste Benetzung. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur ca. 35 bis 40 Minuten und die Begehbarkeit ist dann 1,5 bis 2 Stunden. Wie ihr gesehen habt, eignet sich die Codex FM30 ideal für die dünnschichtigen Fußbodenheizsysteme, denn da bekommt ihr wirklich eine sehr ebene, gute Fläche hin und ist somit auch perfekt vorbereitet für großformatige Fliesen und Platten. Achtet bitte auch drauf, je nach Format, was ihr jetzt oben drauf macht, auf den geeigneten Dünnbindmörtel. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen, beantworten diese auch sehr gerne. Oder kontaktiert uns einfach mit dem Link in der Videobeschreibung, denn da kommt ihr direkt zur Codex-Anwendungstechnik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal.